Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Eine Woche, ja, die mit einem wunderbaren Wochenende in Münster beendet wurde, ist, wie auch immer. Heute ein bisschen Sprachfindungsschwierigkeiten, aber ich hoffe, wir bekommen das einigermaßen hin. Ja, es ist ja diesmal auch die letzte Bücherwoche vor der Sommerpause. Ich hatte ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich im August eine YouTube-Pause mache. Ja, wohl tatsächlich auch in anderer Richtung, dass ich wenig auf YouTube sein werde in meinem Urlaub. Ich möchte so ein bisschen, ja, Social Media mal abschalten, mehr oder weniger. Wenig auf Instagram unterwegs sein und natürlich dann auch auf YouTube. Ich bin natürlich ein The Witcher-Fan, ganz aktuell von Kronk, und für mich hat das eigentlich gefühlt gar nichts mit YouTube zu tun, sondern schon eher wie eine Serie, und ich glaube, dass ich da natürlich immer mal vorbeischauen werde. Aber ja, es wird jetzt erstmal keine Bücherwochen geben. Wir sehen uns wieder am 31. August, ist zumindest so geplant, und dann wird es, denke ich, den Büchermonat geben. Ich weiß noch nicht, ob das ein Video werden wird oder vielleicht Samstag, Sonntag jeweils so die Hälfte, je nachdem, wie lang es dann wird. Das weiß ich noch nicht, was ich so im August lese, was ich zu erzählen habe, aber ja, es wird auf jeden Fall erstmal weitergehen. Ich nehme mir jetzt einfach mal ganz bewusst diese Pause, um einfach auch mal so ein bisschen innezuhalten und zu überlegen, wie möchte ich weitermachen, welche Formate gefallen mir, welche Formate sind eher irgendwie, ja, vielleicht zur Pflicht geworden. Wie geht es vielleicht auch mit der Bücherwoche weiter? Da höre ich immer mal wieder, dass so 40 Minuten relativ lang sind. Splitte ich die vielleicht? Spreche ich zukünftig vielleicht immer nach jedem dritten gelesenen Buch mit euch? Ja, ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr darauf freuen, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie ihr das im Grunde gerne seht, was ihr gut findet. Vielleicht auch hier überhaupt an der Bücherwoche, oder ob ihr es auch irgendwie spannend fände, wenn ich irgendwie wirklich so nach zwei Büchern ein Video mache oder nach drei Büchern, oder wollt ihr zu jedem Buch eine Rezension? Behalten wir die Bücherwoche? Sprechen wir nur jede zweite Woche über die Bücher? Wollt ihr vielleicht auch nur zu manchen Büchern immer mal was hören? Also das kann ich natürlich vorher nicht fragen, aber dass ich einfach sage, okay, zu dem Buch habe ich viel zu erzählen, zu einem anderen eher weniger. Ja, lasst mir eure Gedanken gerne mal in die Kommentare da. Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen, weil natürlich ist das mein Kanal und ich mache auch das, was mir gefällt. Aber es macht ja nur Sinn, wenn wir gemeinsam sozusagen Spaß an den Videos haben und am Austausch. Und deswegen möchte ich natürlich auch eure Gedanken dazu einfach hören. Und dann werde ich mir in den nächsten Wochen einfach ein paar Gedanken machen. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn man einfach mal eine Pause hat, sich vielleicht auch irgendwann im Urlaub dann Langeweile einstellt, dass dann ja relativ gute Ideen auch dabei rumkommen können. Ja, buchtechnisch habe ich diese Woche zwei Bücher gelesen. Ich werde da noch ein bisschen was zu Downton Abbey erzählen. Ich möchte was zu meinem Sub vom Urlaub erzählen und natürlich zu Münster. Und wir beginnen aber wie immer chronologisch mit den Büchern. Das erste Buch, was ich diese Woche beendet habe, ist ein E-Book. Es ist Die Farm von Tom Abrahams. Das ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, aktuell gibt es auch noch schon den zweiten Teil. Da hatte ich diese Woche Lust drauf. Und auch auf Fabio Wollo, Zeit für mich und Zeit für dich, ist mein drittes Buch, glaube ich, des Autors. Ich habe mir es irgendwie hingeschrieben, richtig. Und, das spiegelt aber gerade mit dem Licht doch recht sehr. Halte ich es mal ein bisschen weiter vor. Und das habe ich auch beendet. Ich habe diese Woche bewusst zwei etwas dünnere Bücher gewählt, weil ich ja wusste, ich habe nur vier Tage, da ich ja Freitag schon auf Reisen war. Und ich wollte ja nichts unterwegs irgendwie noch beenden müssen oder Sonntagabend irgendwie sagen, ich muss das jetzt noch lesen, also muss in Anführungszeichen. Ich hatte diese Woche auch kein Hörbuch, weil ich ein bisschen Podcast aufgeholt habe und da einfach ein bisschen viel nachgeholt habe. Ich habe auch ein bisschen viel The Witcher geguckt und wie gesagt auch ein bisschen Serie geschaut. Aber jetzt starten wir mit den Büchern. Wir starten mit Die Farm von Tom Abrahams. Das ist der erste Teil der Traveller-Reihe und ist, der zweite Teil ist Canyon und der ist bereits auch erhältlich. Der E-Book-Preis liegt bei 5 Euro, was ich wirklich einen guten Preis finde, und ist, glaube ich, jetzt ein Buch aus dem Lucifer Verlag, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin, als ich letztes Jahr The Walking Dead gesuchtet habe, bin ich irgendwie auch auf diesen postapokalyptischen Roman aufmerksam geworden.
geworden. Und ja, ich hatte jetzt, gerade so, weil die letzten Wochen doch ein bisschen sehr harmonisch in der Bücherwelt waren, dachte ich mir, es wird jetzt einfach mal Zeit, so etwas wieder zu lesen. Wir sind im Jahr 2037 und wir sind in Texas unterwegs und 5 Jahre vorher gab es einen Ausbruch einer Krankheit und das hat ja ziemlich viele Menschen dahin gerafft. Und wir treffen auf Markus Bettel, der so ein bisschen in seinem ja autarken, abgeriegelten Haus lebt, nicht so richtig weiß, was um ihn herum passiert, er das auch gar nicht wissen möchte, er will auch nicht wissen, was auf der Welt los ist. Und wir erfahren so ein bisschen durch seine Augen, was eben vor 5 Jahren passiert ist, was in dieser Zeit so mit ihm passierte. Und wir kommen an einem Tag bei ihm sozusagen an, als eine junge Frau vor irgendetwas flüchtet und eben, ja, im Grunde Obhut bei ihm sucht. Eine Frau, die auch verletzt ist und er sieht dann eben auch ihre Verfolger. Und ja, er geht recht hart mit diesen Verfolgern um. Er erschießt sie, bis auf einen, der leider, ja, zurücklaufen kann und auch, ja, erzählen kann, was gerade passiert ist. Wir erfahren von der Flüchtigen, von der, ja, jungen Frau, dass es das Kartell gibt. Und das Kartell hat alles unter, ja, der Kontrolle. Es gibt im Grunde keine Regierung mehr. Und ja, wie dieses Kartell funktioniert und wie die Menschen so mit diesem Kartell umgehen, beziehungsweise auch umgekehrt, das erfahren wir hier so ein bisschen. Lola, die junge Frau, ist jetzt auf der Suche nach ihrem Sohn und natürlich weiterhin auf der Flucht vor dem Kartell. Und so erfahren wir mit Markus eben, was gerade passiert. Wir haben eben auch so ein bisschen die Perspektive ins Kartell und ja, erfahren so die letzten 5 Jahre, was zu dem Ausbruch kam und sind eben auf der Suche, ja, nach dem Sohn von Lola und was, ja, jetzt so gerade in der Welt passiert. Mir hat die Idee in dieser Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mag postapokalyptische Stories, ich mag es, wie Menschen sich dabei verhalten, wie man denkt, dass sie sich verhalten. Man erkennt dann halt natürlich auch so manches, wo man sich überlegt, würde man eher in die eine Richtung gehen oder in die andere. Es gibt ja gefühlt immer nur so, ja, 3, 4 Möglichkeiten, wie der Mensch sich verhält, wenn so etwas passiert. Ich fand es wirklich von der Idee gut. Es gab aber doch so das ein oder andere, was mich ein bisschen gestört hat. Anfangs war es unglaublich spannend. Ich sag mal so, das erste Drittel des Buches war spannend. Es war actiongeladen, man war so mittendrin, man ist reingeworfen worden, man hatte Rückblicke. Das fand ich wirklich großartig erzählt. Doch dann wurde es sehr, sehr ruhig. Nicht langweilig, aber sehr ruhig. Und am Ende holt es dann wieder so ein bisschen auf, aber der Anfang war für mich einfach das Spannendste. Und das Ende war für mich tatsächlich auch nicht so spannend, dass ich jetzt unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Ja, ich werde jetzt nicht sagen, ich lese nie den zweiten Teil, aber es hat mich am Ende des ersten Teils nicht so fasziniert, dass ich direkt gesagt hätte, ich muss den zweiten Teil Canyon irgendwie lesen. Die Charaktere blieben leider auch ein bisschen blass. Man hatte auch keinen so richtigen Bezugspunkt, keinen Menschen, dem man irgendwie nahe kam. An und für sich hätte es wohl Markus sein müssen oder vielleicht auch Lola. Aber es war alles so ein bisschen ungreiflich und man ist da so einfach mitgelaufen. Man wurde als Leser der Geschichte nicht so richtig abgeholt. Man hat wenig emotionale Bindung irgendwie bekommen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Man konnte auch nicht mitfiebern. Ja, als halt dann so dieses Drittel rum war, war es so ein bisschen oberflächlich und das fand ich sehr schade. Zudem gab es zwar die ein oder andere Beschreibung des Hauses von Markus, aber auch das war mir viel, viel zu wenig und ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass einer sich gar nicht dafür interessiert, was außerhalb irgendwie los wäre und der sich wirklich 5 Jahre verschanzt und ja, gar nicht mitkriegt, was ist. Also das fand ich tatsächlich auch ein bisschen unrealistisch. Zudem muss ich auch tatsächlich sagen, ich fand so manches Verhalten sehr naiv. Gerade Markus Bettel hat mich an mancher Stelle schon so ein bisschen mit Fragezeichen verwirrt, weil ich halt auch dachte, wie er sich in der Zeit verhielt, als wir ihn jetzt trafen, da hätte er nie 5 Jahre, ja, irgendwie überlebt. Also ich, ja, es war halt an mancher Stelle so ein bisschen, Und auch sehr gestört hat mich die Waffenvernarrtheit. Ja, wir wissen, dass die US-Amerikaner ein bisschen anders ticken als wir und die Sonne kommt gerade unglaublich rein, also verzeiht es mir bitte. Ja, und wir wissen, dass sie das sind und das merkt man auch bei vielen Geschichten, die eben aus Amerika rüberkommen, die in Amerika spielen. Aber wenn einer seinen Waffennamen gibt, ja, und mit denen spricht, also dann bin ich irgendwie raus. Also ja, gibt natürlich vielleicht den einen oder anderen psychologischen Hintergrund, warum er das tat, aber das war mir schon eine Spur zu viel und
Es war okay. Es war eine gute Geschichte, mit aber doch eben einigen Abstrichen und gerade eben, dass einen das Ende nicht dazu auffordert oder nicht genug packt, damit man direkt weiterlesen möchte. Der Ansatz ist super, das erste Drittel genial und dann nimmt es wirklich einfach leider ab. Es ist jetzt kein Must-Read, aber jemand, der gerne postapokalyptische Geschichten liest und vielleicht auch wirklich bei 5 Euro einfach mal einen Schnäppchenpreis lesen möchte und vielleicht durchaus kein Problem hat, dass es da so viele Waffen gibt und einen naiven Überlebenden. Ich denke, da kann man nichts falsch machen. Also es ist okay, man kann es lesen. Vielleicht auch gerade, wenn man neu in diesem Genre unterwegs ist, wenn man Postapokalyptisches einfach mal erleben möchte. Wenn man vielleicht einfach schon 4, 5 Geschichten kennt oder auch The Walking Dead gesehen hat, da schockiert einen nichts mehr, was man jetzt in Die Farm irgendwie lesen könnte. Und zudem habe ich auch irgendwie auf Die Farm gewartet. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das zweite Buch ging dann in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, man erkennt es mit dem weißen Cover. Ja, ich kriege das mit der Sonne, glaube ich, gerade nicht anders hin. Ich blende es euch, glaube ich, einfach ein. Dann seht ihr zumindest das Cover richtig schön. Ist Zeit für mich und Zeit für dich von Fabio Vollo. Ein Autor, den ich, glaube ich, im letzten Jahr, letztes Jahr entdeckt habe. Und ich habe jetzt das dritte Buch von ihm gelesen. Ich habe schon noch einen Tag und eine Nacht von ihm gelesen und auch einfach losfahren. Ich packe die Bücherwochen auch mal unten in die Infobox, wenn euch die Bücher vielleicht ansprechen. Ihr findet auch alle anderen Infos zu den Büchern natürlich in der Infobox. Schaut da auch gerne einfach mal vorbei. Wir treffen hier auf Lorenzo, der eine sehr schwere Kindheit hatte und er lebte auch in ärmlichen Verhältnissen, hat die Schule sehr früh beendet und hat seinen Vater dann in dessen Bar ausgeholfen, hat ihn hier unterstützt und hat im Grunde ja sein Leben da auch ein bisschen verbracht. Doch dann hat er die Möglichkeit bekommen, aus diesem Leben auszubrechen und er wird in der Werbung tätig und auch sehr erfolgreich. Doch das macht das Verhältnis zu seinem Vater nicht wirklich besser, sondern eher schwieriger. Und um diese Geschichte dreht sich der eine Erzählstrang, während sich der zweite so mit dem jetzigen Lorenzo auch beschäftigt und die unglückliche Beziehung, in der Lorenzo lebte mit seiner Frau. Sie hat ihn nach einigen Jahren Ehe verlassen, doch er kann sie einfach nicht vergessen und er denkt sehr häufig an sie. Und er erzählt uns eben sowohl die eine Erzählweise mit dem Vater als eben auch die Erzählung, die er mit der Freundin hat, die ihn verlassen hat. Es ist ein relativ dünnes Büchlein. Ich glaube, es nützt jetzt natürlich so nichts. Es ist ein relativ dünnes Büchlein, ich glaube mit 280, 60 Seiten. Und da kann man jetzt natürlich weitererzählen, was in der Handlung passiert, gar nicht so viel erzählen. Doch ich kann sagen, der Schreibstil von Fabio Vollo ist einfach eine Wucht. Es ist unglaublich, was dieser Mann macht, wie er es schafft, gleichzeitig beschwingt, leicht zu schreiben, flüssig zu sein, nah am Leben irgendwie dran zu sein und doch eine Spannung zu erzeugen und auch Emotionen, wo man sich fragt, wo die bei der Leichtigkeit eigentlich herkommen. Und ich finde, diese Mischung gelingt Fabio Vollo wirklich immer wieder unglaublich gut. Das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt wirklich mein letztes Buch auf dem Sub von ihm einfach noch lesen wollte. Ich mag es, dass wir eine Ich-Perspektive haben. So kommen wir auch einfach dem Erzähler sehr, sehr nah. Wir erleben wirklich die Gedanken von Lorenzo, die ich manchmal ein bisschen nervig finde, wenn er immer so an seine Ex-Freundin denkt, aber das gehört eben einfach zur Geschichte dazu. Man hat natürlich hier so diese bekannte, wichtigste Frage, bekommen sie sich oder bekommen sie sich nicht, aber die ist unglaublich spannend verpackt. Ich fand es wirklich großartig, wie man eben so sagt, man weiß vielleicht schon irgendwie, wie ein Buch endet. Und ich sag mal, Liebesromane haben ja in der Regel auch immer ein sehr ähnliches Ende. Aber der Weg dahin ist immer wichtig. Und das, finde ich, macht Fabio Vollo wirklich auch einzigartig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man merkt auch, dass es sehr nah am Leben ist, denn man selbst erinnert sich durchaus auch an viele Momente und erkennt sich eben auch selbst in diesen. Und auch hat man das Gefühl, dass Fabio Vollo das eben auch genauso erlebt hat oder sich sehr gut einfühlen kann in diesen Menschen, in Lorenzo und uns das nahe bringt. Diesen Konflikt mit dem Vater, mit der Vergangenheit, mit dem Erfolg jetzt, mit der Ex-Freundin, mit dem Leben nach einer Beziehung. Es ist wirklich sehr nah am Leben. Es fühlt sich unglaublich echt an. Und ich mag eben auch gerne, dass es sehr lebendige Dialoge gibt. Das macht für mich das Lesen auch sehr angenehm und flüssig und es bleibt einem auch einfach im Gedächtnis. Es war auch sehr emotional und auch gerade das Ende war für mich vielleicht so eine Spur zu kitschig,
aber nicht übertrieben. Und das Ende ist auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mutig, dass es doch irgendwie was noch beinhaltet, womit man nicht rechnet. Aber mir hat es gut gefallen. Ich fand es wirklich ein Highlight-Buch. Ich mag den Stil von Vabio Volo und es wird nicht mein letztes Buch von ihm sein. Ich glaube, es gibt aktuell noch zwei Bücher von ihm, wobei mich eins nicht ganz vom Thema anspricht. Aber ich denke mal, wenn ich wieder mal irgendwann bei Rebuy oder so vorbeischaue, packe ich mir das auf jeden Fall auch auf die Wunschliste dort, um ja dann einfach nochmal einen Volo zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell was Neues gibt oder ist es schon das Neue, was mich anspricht und das Alte nicht. Ich weiß nicht mehr genau. Hat mir auf jeden Fall gut wieder gefallen, hat Spaß gemacht. Und ich kann euch Vabio Volo wirklich absolut empfehlen. Mir haben jetzt wirklich alle drei Bücher von ihm sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, der Mann kann einfach schreiben und es macht einfach Spaß. Und zudem sieht man ja auch, dass das Cover richtig, richtig schön wieder ist und mich auch sehr anspricht. Und ja, die beiden anderen Bücherwochen, wie gesagt, unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, das waren sie jetzt schon, die zwei Bücher der Woche. Zu mehr bin ich eben auch einfach nicht gekommen, weil ich am Freitag schon nach Münster gereist bin und dort auch bis Sonntag war. Und ich habe ja bei meiner letzten Reise nach Berlin festgestellt, ja, es wird gefühlt immer heller und heller. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen was an der Einstellung ändern. So, ich habe die Kamera jetzt mal ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu dunkel ist, aber es sieht eigentlich so im Rückspiegel, sage ich mal, ganz gut aus. Ich hoffe, dass das jetzt einfach so passt. Ja, ich war jetzt im Grunde drei Tage unterwegs. Ich war in Münster. Es war ja am Samstag auch das Bücherfreunde-Treffen, wo Booktuber, Bookstagrammer, Zuschauer einfach mit dabei waren. Und das hat mich wieder sehr, sehr, sehr gefreut. Im Übrigen ist Münster wirklich eine sehr schöne Stadt, die mich wirklich direkt so ein bisschen einfängt, wenn ich ankomme. Auch der Ort, wo Thorsten ja wohnt, ist wirklich richtig schön. Und wenn da mehr wäre, wäre das, glaube ich, wirklich so meine neue Heimat. Also es fehlt eigentlich nur das Wasser. Aber Münster ist richtig schön, bis auf die vielen Fahrräder. Das muss man ganz klar sagen. Ich werde euch jetzt mal so ein paar Bilder dazu auch einfach einblenden. Ich habe nicht gevloggt, ich habe nicht gefilmt. Ich verlinke euch den Vlog von Thorsten mal unten in die Infobox. Da habe ich ein bisschen gefilmt, allerdings mit der Kamera von Thorsten. Also schaut da gerne mal vorbei. Da bekommt ihr ganz viel dynamisches Trio bzw. Quartett. Ja, schaut da einfach mal rein und ja, habt einfach Spaß an dem Vlog. Ja, es gab mit der Anreise lief soweit alles in Ordnung und bis auf das dann irgendwann der Tank meinte, oh, ganz so viel Benzin ist nicht mehr und wir dann wirklich direkt bei der Ortseinfahrt gesagt haben, wir tanken jetzt, dann waren wir abends lecker asiatisch essen, am nächsten Tag haben wir ganz toll auf der Terrasse gefrühstückt und sind dann eben auch zum Treffen gegangen und die Neuzugänge, ja, habe ich euch ja schon gezeigt im Neuzugänge-Video und die werde ich euch jetzt auch nicht nochmal in die Kamera halten, das waren ja, glaube ich, sie liegen noch hier, vier Bücher, die bei mir eingezogen sind. Und es ist bei mir auch eingezogen in einem reduzierten Buchhandel. Und es ist für mich eben einfach kein klassisches Buch, deswegen ist es kein Neuzugang, der auf dem Sub landet. Ist bei mir eingezogen Landkarten der Welt von Game of Thrones, die Länder von Eis und Feuer. Ein riesiges, schweres Paket, was eben ja Karten der Länder um Westeros herum sozusagen parat hat. Und ich bin nicht der größte Landkartenfan, fand es aber schon beim Herrn der Ringe einfach großartig, sich die Länder einfach nochmal anzusehen. Und man sieht hier auch einfach, wie groß das ist. Das sind vier DIN A4 Seiten in die Quere und ich glaube auch hochkant. Also es ist wirklich eine riesen Kartensammlung. Man kann hier gefühlt sich wirklich einfach mal jeden Ort anschauen. Und ich freue mich da sehr drauf, mich da einfach, ich denke mal eher so im Herbst-Winter, irgendwie vielleicht beim Soundtrack der Serie, ja, dahin zu setzen und mir diese Karten anzusehen. Und es geht natürlich jetzt nicht darum, das alles irgendwie auswendig zu lernen oder ähnlichem. Also das ist ja gar, also ja, wobei irgendwie nimmt man natürlich was mit. Ich mag solche Beiwerke zu großen Welten immer, immer sehr gerne. Ich mag das auch wirklich beim Herrn der Ringe und habe da wirklich von Mittelerde auch so einen ganzen Schuber mit Karten und finde schön, dass ich jetzt für, ja, 9,95 ja, diese coole ja, Weltkartensammlung gefunden habe und da freue ich mich jetzt sehr drauf, da einfach ein bisschen einzutauchen. Was haben wir denn alles? Die bekannte Welt, die Sklavenbucht, Dothrakisches Meer, Jenseits der Mauer, Königsmund, Braavos, Reisen, Westeros, der Westen, Freie Städte, Zentral, Essos und den Osten. Ja, freue ich mich drauf. Das war
ein was ich mir gekauft habe. Auch habe ich mir ein cooles Notizbuch gekauft, das innen drin gepunktet ist, also dottet, mit dem schönen Spruch, heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben. Gefällt mir auch super gut, auch von der Farbgebung her. Und ich glaube, dass das einfach ein Satz ist, den man sich viel öfter zu Herzen nehmen sollte. Denn ja, es ist heute eben ein guter Tag, um ein guter Tag zu sein. Und drin ist es eben so gedottet und ich werde einfach mal sehen, was ich damit mache. Ja, da werden wir einfach mal schauen, für welche Gedanken dieses Büchlein so ein bisschen taugt. Dann waren wir in der Buchhandlung in Havixbeck, also wo Thorsten wohnt. Und da habe ich mir zwei Lesezeichen mitgenommen. Moment, habe ich mir zwei Lesezeichen mitgenommen für 1 Euro. Einmal hier mit so Katz und Maus. Also hier haben wir die Maus, da oben die zwei Katzen mit so Büchern und Buchstaben. Gefällt mir sehr, sehr gut, durfte mit. Und ich habe tatsächlich so ein Lesebändchen aus dem Moses Verlag entdeckt mit so einem Clipper, die ich ja so toll finde und bisher, ich glaube, ja, da oben nur eins habe. Und das hat so ein rotes Bändchen, was ich richtig schön finde und auch den Stern. Und für 1 Euro anstelle 4 konnte ich das auch einfach nicht dort lassen, weil ich diese Idee, ihr wisst es, ich habe es damals auch in einem Neuzugänge-Video erzählt, so begeistert bin von dieser Idee und da auch wirklich Spaß dran habe. Und ja, durfte dann im Grunde, ja, auch mit. Und dann gucke ich mal, ja, ich glaube, das war so alles, was ich ein bisschen gekauft habe. Die Bücher habe ich euch im Neuzugänge-Video am Mittwoch gezeigt, das war ja vor der Bücherwoche. Und ja, wir hatten auf jeden Fall einen tollen Tag, sind abends auch noch lecker italienisch essen gegangen. Unterwegs haben wir noch Eis gegessen, Lavendeleis, Rhabarbereis, Wassermelone und ich glaube Mango. Super, super lecker. Und am Sonntag waren wir dann ja noch am Wasserturm in Tilbeck. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Und ja, da gibt es ja dieses Antiquariat, wo man eben eigentlich seine gut gebrauchten Bücher hinbringen kann und da dann eben die natürlich auch wegnehmen kann für, sage jetzt mal, mindestens 1 Euro pro Buch. Und da findet man halt wirklich so den ein oder anderen Schatz. Und da habe ich ja auch drei Bücher mitgenommen. Ja. Richtig, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ja, Münster war richtig, richtig toll und auch wenn die Heimfahrt leider sehr lange im Vergleich zur Hinfahrt gedauert hat, weil wir zweimal im Stau standen oder ich zweimal dann noch im Stau stand, es dann noch zwischendurch mal irgendwo Platzregen gab und ich dachte, oh, ich will nur noch heim. Ich auch wirklich fertig dann nach der Fahrt war, glaube ich, dass ich durchaus im nächsten Jahr auch wieder dabei bin und ja, haltet euch da natürlich auf dem Laufenden, wenn es da wieder ein Treffen gibt. Ich glaube, dieses Jahr gibt es jetzt kein großes Treffen mehr. Ich weiß nicht, ob die bayerischen Booktuber in diesem Jahr, ja, das könnte ich mir noch durchaus vorstellen, dass die nochmal irgendwie aktiv sein werden. Ich werde nicht bei der Frankfurter Buchmesse sein, aber eventuell dann wirklich nochmal bei den Bayern mit dabei sein. Wenn ich da weiß, wann das Booktuber-Treffen und Zuschauertreffen und so ist, dann sage ich euch natürlich auch Bescheid. Für alle, die vielleicht in Bayern wohnen, ist das ja auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit, um da dann vorbeizuschauen. Für all die dann vielleicht auch Münster einfach zu weit fanden oder das Wochenende gerade nicht gepasst hat, vielleicht bekommt man es ja irgendwie nochmal auf diesem Wege hin. Ja, ich habe diese Woche dann auch Downton Abbey noch beendet und ich freue mich mega auf den Film im September. Es gibt jetzt im Herbst, Winter einige Filme, auf die ich mich in diesem Jahr noch freue. Ich weiß gar nicht, ob euch vielleicht auch sowas interessiert, auf welche Filme ich mich irgendwie freue. Könnte ich ja durchaus auch mal sagen, welche Top-Filme ich dieses Jahr noch erwarte. Schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare. Dann wäre das ja was vielleicht für den September, um euch ja da so ein bisschen auf den Laufenden zu halten. Subtechnisch bin ich sehr froh, endlich zweistellig zu sein, auch wenn das jetzt natürlich mit 4 Büchern irgendwie blöd war und ich ja schon bei den Neuzugängen wahrscheinlich gesagt habe, ja, dass ich eigentlich auch nur einstellig bei den Neuzugängen sein wollte, aber was sollte ich tun? Man kann sich ja auch manchmal nicht wehren, wenn einen ein Buch findet, aber ich bin noch zweistellig jetzt vor meinem Urlaub. Ich habe, glaube ich, jetzt 96 Bücher auf dem Sub und das fühlt sich irgendwie richtig gut an, endlich nicht mehr dreistellig zu sein. Und ja, ich bin niemand, die sich da Druck macht oder stresst oder es ist einfach, wie es ist. Aber es war tatsächlich schön, als ich jetzt nochmal drauf gesehen habe, oh, du bist ja unter 100 und das fand ich irgendwie richtig toll. Und da habe ich mich wirklich gefreut und hoffe jetzt auch einfach im August ein bisschen was zu lesen, ohne dass vielleicht zu viele Neuzugänge irgendwie hereinkommen. Und ja, da freue ich mich dann mal darüber, dass ich mal ein bisschen zweistellig war. Und ja, ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Geht gerade nochmal in mich, aber nein, ich glaube nicht.
Ja, guckt euch unbedingt den Münster-Vlog von Thorsten an, findet ihr unten in der Infobox. Und ich werde ihn mir dann auf jeden Fall auch noch anschauen. Ich habe nämlich erst die erste Hälfte geguckt, aber der war auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und ja, ich genieße jetzt meinen Urlaub und ich hoffe, dass ihr auch die Pause so ein bisschen von mir genießt. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Gedanken in die Kommentare schreibt. Ihr findet Infos auch unten natürlich in der Infobox, wie immer. Ich habe nichts vergessen. Nein, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen August, einen wunderschönen Sommer. Genießt die Zeit, vielleicht habt ihr auch Urlaub oder Ferien und habt frei. Dann lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Sommer und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.